Am internationalen Flughafen von Bangkok wird gefeiert. Ein halbes Jahr lang haben die Regierungsgegner demonstriert. Nun sind sie am Ziel. Thailands Regierung stürzt. Wir haben jetzt, was wir wollen. Die korrupte Regierung ist weg. Das Verfassungsgericht löst die Regierungspartei PPP wegen Wahlbetrugs auf. Ministerpräsident Somchai Wongsawat wird für 5 Jahre aus der Politik verbannt. Die Demonstranten der Volksallianz für die Demokratie wollen ihre gut einwöchige Blockade der Flughäfen beenden. Erstmals betreten Sicherheitsleute und Techniker den internationalen Flughafen von Bangkok wieder, um den Airport startklar zu machen. Hunderttausende in Thailand gestrandete Reisende sollen innerhalb der nächsten Tage ausgeflogen werden. Wenn wir bereit sind und alles wieder normal funktioniert, sicher und gesund, dann müssen wir die Fluggesellschaften informieren. Denn es hängt von den Fluggesellschaften ab. Die politische Krise in Thailand ist mit der Gerichtsentscheidung aber noch nicht vorüber. Die nunmehr verbotene PPP ist mit Ex-Ministerpräsident Thaksin Shinawatra verbündet. Sie hat vor allem auf dem Lande viele Anhänger. Bisher demonstrierten diese friedlich, aber das kann sich rasch ändern. Sie werden nicht ruhig nach Hause gehen. Diesmal wird es keine Grenzen für das geben, was sie tun können. Sie sind angespannt und sauer und ihr Zorn wird riesig sein. An Thailands Flughäfen dürfte bald wieder alles glatt laufen. Doch in der Politik des Landes könnte die Blockade noch eine Zeit anhalten.